Ey Leute, was geht ab? Tut mir mal bitte alle den Gefallen und checkt mal euer iPhone, geht mal in News rein und guckt mal, was so auf der Welt gerade abgeht. Die reden wieder davon, einen Schritt von dem Dritten Weltkrieg entfernt zu sein, Alter. Haben die alle einen Dachschaden? Wissen die, die reden, als ob das nichts ist, Mann. Natürlich bin ich bewusst, dass der Staat so sehr viel Druck auf die Bevölkerung ausüben will und Ängste erwecken will, aber mittlerweile sagen die dieses Wort Dritter Weltkrieg so oft, Alter. Und wenn ihr es so oft sagt, passiert so irgendwann die Hurensöhne. Ich bin kein verfickter Politiker, Freunde, versteht mich jetzt ja nicht falsch. Ich halte auch nichts davon, aber was denken die eigentlich, was denken die eigentlich, wer die sind, Mann, Alter? Was denken die eigentlich alle, wer die sind, Mann? Von allen Seiten fängt der Staat an, Druck zu machen. Sogar die Polizei fängt an, mit uns anders umzugehen. Versucht uns unsere Rechte irgendwie auf einmal komplett wegzunehmen und zu sagen, nee, ihr habt keine Rechte mehr. Das hat mir letztens ein Bulle mir so ins Gesicht gesagt, knallhart bei der Kontrolle. Sicher, hier sind auch bestimmt ein paar Beamte und Polizisten, die mir gerade zugucken oder vielleicht zuhören oder erst später das Ganze hier sehen werden. Was denkt ihr eigentlich, was das Ende von diesem Lied ist? So, wenn die Menschen auf einmal anfangen zu unterdrücken, Mann, was ist los mit euch, Mann? Ihr seid doch auch Menschen, Alter. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich hab nichts gegen Polizisten, ja. Wenn ein Polizist sich korrekt benimmt, ist er korrekt. Und wenn er sich wie ein Bastard benimmt, dann ist er ganz einfach nur ein Bastard.